Es ist noch nicht lange her, da war der Softwarehändler Mike Marlow angeblich krebskrank und sein Unternehmen PC Fritz eine florierende Goldgrube. Mittlerweile ist klar, dass an dieser Geschichte so gut wie nichts stimmt. Herr Marlow hatte niemals Krebs und die Software, die PC Fritz verschabelte, war gefälscht. Aus der guten Story von einst ist eine groß angelegte Ermittlung wegen Softwarepiraterie geworden. Und aus Mike Marlow ein Hartz-IV-Empfänger, der bereit ist, über seine Hintermänner auszupacken. Klaas Meyer-Heuer mit einem exklusiven Einblick in die Strukturen eines Fälscherrings. Ein Weltkonzern kämpft gegen den Systemabsturz. Juni 2013. Detektive des US-Giganten Microsoft observieren mehrere Tage lang ein Bürogebäude in der Dessauer Straße in Berlin. Die Ermittler finden die Logistikzentrale einer internationalen Fälscherbande, die unter dem Namen PC Fritz agiert. Big Player in der digitalen Schattenwelt. Sie vertreiben nachgemachte Software, erzielen Millionenumsätze. Die illegale Konkurrenz hat schwere Folgen. Händler bestellen kaum noch Ware bei Microsoft. Die PC Fritz-Aktivitäten hatten natürlich auch zur Konsequenz, dass der legale Handel darunter gelitten hat. Wenngleich man natürlich jetzt konkrete Zahlen nicht beziffern kann, weil da steckt ein hoher Dunkelfaktor dahinter, was PC Fritz an Umsätzen erzielt hat. Aber allein an unseren Gesprächen mit den Partnern haben wir schon festgestellt, dass sie damit nicht glücklich sind. Er war das Gesicht von PC Fritz. Der angeblich an einem Tumor erkrankte Millionär Mike Marlow tourt vergangenes Jahr durch Deutschland. Kurz vor seinem angekündigten Tod will er die Verkaufszahlen von PC Fritz noch hochtreiben. Sein makabres Motto: Ich werde sterben. Na und? Im Dezember wurde bei mir Krebs festgestellt. Ja, ich kämpfe so dagegen an. Ich will nicht im Krankenhaus versauern, sondern ich sage, ich kämpfe und ich will einfach PC Fritz damit nach oben bringen. Ausgelöst durch die Vorarbeit von Microsoft ermittelt die Staatsanwaltschaft Halle gegen PC Fritz. Es geht um Betrug in Millionenhöhe. Der exakte Schaden steht noch nicht fest. Spiegel TV hat exklusiven Einblick in Ermittlungsunterlagen und kann die ganze Geschichte von PC Fritz, Mike Marlow und den Hintermännern erzählen. Marlow hat während seines Haftprüfungstermins gegenüber dem Ermittlungsrichter über die Hintermänner ausgepackt. Jetzt fürchtet der angeblich Krebskranke um sein Leben. Zum ersten Mal spricht sein Anwalt über den Fall und räumt ein, was schon viele vermutet hatten. Die Krebserkrankung war eine reine Werbemaßnahme, die erfunden worden ist, um einen Mitleidsbonus zu erwecken. Und die Verkaufszahlen sind, nach meiner Kenntnis jedenfalls, anschließend auch in die Höhe gegangen. PC Fritz verkaufte 2012 und 2013 riesige Mengen Computersoftware. Vor allem das Betriebssystem Windows 7 von Microsoft. Im Internet konnte man eine DVD für unglaublich günstige 20 Euro kaufen. Vergleichbare legale Produkte kosteten bei Amazon mehr als das Vierfache. Bei Microsoft prüft ein interner Ermittler die Billigprodukte der Raubkopierer. Er will nicht erkannt werden. Sein Urteil zu PC Fritz: Zum einen erkennt man die Fälschung an dem Echtheitszertifikat. Hier ist der Sicherheitsstreifen nicht in das Papier eingewebt. Auf weitere Merkmale möchte ich hier nicht näher eingehen. Zum anderen erkennt man an dem Datenträger, dass auf der bedruckten Seite es auch Unterschiede zu einem vergleichbaren Original gibt. Auch hier möchte ich auf Details nicht eingehen. Zu viele Einzelheiten darf der Ermittler nicht nennen. Das Spezialwissen ist im Fälschermilieu Millionen wert. In seiner Aussage vor dem Ermittlungsrichter belastet Mike Marlow vor allem Firat Çagaç, hier links im Bild. Danach ist der 30-jährige Deutsch-Türke der Kopf der PC-Fritz-Gruppierung. Der Berliner mit kurdischen Wurzeln handelt schon jahrelang mit seltsam billiger Software. Er hatte sogar ein Büro in China, dem Mekka der Fälscher und Raubkopierer. Im September 2013 befragte ihn Spiegel TV. Die Staatsanwaltschaft Halle ermittelt gegen Sie. Was sagen Sie dazu? Ich sage erstmal gar nichts dazu. Wir werden juristisch beraten in dieser Angelegenheit. Sind Sie vom Spiegel TV? Wir sind vom Spiegel TV, genau. Okay. Bevor Sie filmen, sollten Sie erstmal die Anfrage stellen, ob Sie überhaupt filmen dürfen. Ne? Das ist schon mal klargestellt. Ich frage Sie ja jetzt hier sozusagen. Was sagen Sie dazu, dass die Staatsanwaltschaft gegen Sie? Ich sage erstmal gar nichts dazu. Die Staatsanwaltschaft ermittelt sogar gegen die Supporter von PC Fritz. Und sogar die Versandmitarbeiter sind da betroffen. Microsoft sagt ja, Herr Marlow ist nur ein Strohmann, da stecken andere Leute hinter, möglicherweise Sie. Sie haben gute Kontakte nach Asien, Sie sagen, Sie sprechen selber Chinesisch.
Sind Sie der Hintermann von PC? Nein, absolut nicht. Seit dem 10. April diesen Jahres sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Ein weiterer Beschuldigter, der Berliner Reiko O., hat sich auf die Krim abgesetzt. RTL-Dschungelkönig Joey Heintle begleitete Malo über mehrere Monate. Hinter den Kulissen herrschte nicht immer Champagnerstimmung. Die Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben, die sind nicht ohne. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch ein bisschen Angst vor den Leuten, weil ich denke, ich habe da so ein paar Geschichten gehört, die waren echt krass. Da gibt es sogar Zeugen drüber, aber da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Denn ich könnte mir genauso gut vorstellen, wenn ich jetzt hier irgendwas erzähle, dass ich hier noch irgendwie verschleppt werde oder umgebracht werde oder so. Nee, das ist wirklich mein Ernst. Weil das waren nicht Leute ohne. Und da erzähle ich keine Scheiße. Da könnt ihr mir echt alle glauben. In der Hochphase des Betrugs tauchten in der geheimen Zentrale immer wieder Familienangehörige von Fira Chagatsch auf. Die Microsoft-Ermittler fotografierten unter anderem den Vater mit seinem Luxus-Mercedes. Am Donnerstag dieser Woche steht dasselbe Auto in der Innenstadt von Halle an der Saale. Nachfrage beim Vater zu den lukrativen Geschäften seines Sprösslings. Wie viel Geld wurde mit PC Fritz verdient? Das heißt, es wurden Millionen damit gemacht mit den CDs. Das ist alles Lüge. Das ist alles Lüge? Ja, genau die alles ist Lüge. Das ist bitte, versuchen Sie. Wir leben nicht die Hitlerzeit. Wir leben jetzt es war anders. Ja, das ist, wenn eine Ausländer macht es irgendwas und sie genau wie die Hunde hinter ihm die Menschen. Die bitte Schluss mit die feindlich mit Ausländer. Im September 2013 durchsuchen Zollfahnder die PC Fritz Zentrale in der Dessauer Straße. Sie beschlagnahmen über 100.000 DVDs. Nach Aussage von Mike Marlow wurden die Datenträger in der Ukraine gepresst. Marlow selber wollte angeblich schon vor der Werbetour aussteigen. Doch die Hintermänner drohten, ihn zu erschießen. Ein Bruder des Hauptbeschuldigten soll ihn verprügelt haben. Und als die Werbemaßnahme konzipiert wurde und auch die Krebserkrankung erfunden wurde, war für Herrn Marlow die Wahl, mitzumachen oder nicht mitzumachen, schon nicht mehr gegeben. Er stand, wie schon vorhin erwähnt, zu diesem Zeitpunkt bereits unter erheblichem Druck und hatte auch nicht mehr die Möglichkeit auszusteigen. Anfang des Jahres gingen der Bande offenbar die DVDs aus. Kein Problem. Sie versuchte unter dem Namen von Microsoft bei einem Presswerk 1,5 Millionen Datenträger zu bestellen. Der mögliche Reibach 30 Millionen Euro. Das ist schon einzigartig und das haben wir bisher nicht erlebt, dass jemand mit einem gefälschten Briefkopf, mit einem veralteten Logo, das heute auch gar nicht mehr existiert, in so einem Ausmaß in unserem Namen DVDs bestellt. Mike Marlow versteckt sich bis zum Prozess. Millionen hat er nie besessen, im Gegensatz zu den Hintermännern. Neulich hat er Hartz IV beantragt.